Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Charles. Ich begrüße euch zurück zu einem Video auf meinem Kanal. Heute geht es um die E3, die jetzt am Wochenende kommt. Ich nehme das Video am Freitag, den 11.06. auf und die E3 ist jetzt dieses Wochenende. Und es gibt Infos von mir an euch, denn ich restreame zwei Events. Fangen wir als allererstes an mit dem Event von Ubisoft. Dieses wird am 12. sein, also am Samstag, und zwar ab 21 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit, also eure Zeit. Also 21 Uhr. Hier wird es Informationen geben, und zwar zu Far Cry 6, Rainbow Six, Extraction, Riders Republic, ein, zwei andere Spiele noch, das seht ihr dann morgen. Und es ist so, ich werde diese Streams restreamen. Wichtig bei diesem Stream, und zwar von Ubisoft, es wird Twitch Drops geben. Die gibt es auch dann auf meinem Kanal. Das heißt, wenn ihr Twitch Drops bekommen wollt, dann bei mir einfach raufgehen. Ihr müsst dann Twitch mit eurem Ubisoft Konto verbinden. Den Link schmeiße ich euch unten in die Videobeschreibung hinein. Dort findet ihr den Link dazu. Denn was könnt ihr gewinnen, in Anführungszeichen, eigentlich gar nicht. Man verdient sich's eigentlich. Und zwar nach 15 Minuten den Rainbow Six Extraction VIP Key Card Charm und nach 30 Minuten ein Riders Republic T-Shirt und während dem Rainbow Six Siege Post-Show Segment nach 15 Minuten diesen Golden Fan Weapon Charm. Den könnt ihr euch also verdienen bei Ubisoft. Die Informationen hier habe ich leider nur auf Englisch. Hab's zwar auf Deutsch gestellt, man sieht's, aber gibt's keine deutsche Übersetzung dazu, macht aber nichts. Wird also dieses Teil auf jeden Fall von Ubisoft restreamen, wird sicher interessante Sache. Es gibt noch ein, zwei Sachen, die dazukommen werden zu diesen Far Cry und so weiter. Was ich aber gleich sagen kann, und dafür springe ich jetzt schnell mal hier zu Massive hinüber. Und zwar haben sie hier bekannt gegeben, und zwar Massive, also Ubisoft Massive, dass es von The Division 2 nichts bei der E3 geben wird. Schade, also beim Ubisoft Forward, so heißt ja eigentlich dieses Event, hier wird es nichts geben von Massive. Leider. Oh, haben sie noch nichts. Oh, haben sie noch nichts, was sie herzeigen können. Ja, also das ist ein bisschen enttäuschend für die, die vielleicht gedacht haben, ja, wir bekommen neue News vielleicht zu The Division 2. Nein, wird nichts geben. Jetzt geht's weiter, und zwar mit Square Enix. Das wird es am Sonntag geben, den 13. Juni, und zwar hier um 21.15 Uhr. Mitteleuropäische Sommerzeit. Also 21.15 Uhr eure Zeit. Und hier wird es doch etliche Sachen geben von Square Enix. Dieses Presents Sommer 2021 Weltpremiere von Eidos Montreal. Und hier bin ich ein bisschen aufgeregt in dem Sinn. Eidos Montreal hat unter anderem auch Tomb Raider gemacht. Lara Croft. Und ich spreche schon längere Zeit davon, dass es vielleicht mal Zeit wäre für neues Lara Croft. Ja, ich hätte echt Bock drauf. Und vielleicht überraschen sie uns, ja? Ich weiß es leider nicht, ne? Leider, ob das so ist, aber das wird es auf jeden Fall geben bei Square Enix. Was gibt es weiterhin noch? Und zwar Informationen zu Babylon's Fall, Life is Strange, Marvel's Avengers. Hier, glaube ich, wird es so ein DLC geben. Weiß nicht, ob da ernst angekündigt wurde, nämlich hier diese Erweiterung, diese Black Panther. Werden wir uns natürlich ansehen, aber vor allem, was natürlich sehr interessant ist, und zwar ist diese Weltpremiere, und zwar von Eidos Montreal. Also hier bin ich sehr gespannt. Das wird es natürlich auch geben, bei mir eben auf Twitch. Hier gibt es aber keine Twitch-Drops, zumindest habe ich keine Information, ob es welche gibt und ob es die bei mir gibt. Ja, bei Ubisoft, da weiß ich es, da gibt es welche. Ja, somit, das waren meine Informationen zur E3, was sich so tut, bei mir auf Twitch. Sollte irgendwas Großes noch dazukommen, irgendwas, was man abarbeiten kann, vielleicht, das wird es nachträglich geben, das ist nächste Woche auf dem YouTube-Kanal, deswegen auch auf YouTube das Follow nicht vergessen. Und sonst sehen wir uns spätestens morgen auf Twitch, und somit ein Tschüss von mir, bis zum nächsten Mal.